Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieltipps für Gamer. Wir zocken hier Uncharted, das ist der vierte Part. Wir drehen uns hier gleich um und hier liegt ein Sammelgegenstand. Ja, wir sammeln nicht nur die Sammelgegenstände, sondern wir spielen auch ein Let's Play. Das heißt, wenn du die Geschichte genießen möchtest, mit deiner Familie vielleicht sogar, dann, ja, viel Spaß. Das ist wie so eine Netflix-Folge. Okay, zack, gehen wir hier rein. Bam. Und hier müssen wir jetzt ein bisschen knallen in dem Part. Also da muss man schon ein bisschen schießen. Aber jetzt gibt es erstmal nochmal einen Sammelgegenstand. Und zwar hier, guck mal, hier ist ein Wasserfall. Du gehst hier einfach nach links. Und hier liegt er dann. Hier, das ist so ein Fisch. Ich habe den schon eingesammelt. So, wir gehen jetzt hier nach oben. Ja, Schatzi, was sagst du bis jetzt zum Spiel? Also, was ist deine Meinung? Was ist so herausragend? Oder was fällt dir dazu ein? Also, ich finde es richtig, richtig gut. Also, die Grafik ist super. Also, wenn man, besonders wenn man weiß, dass es ein älteres Spiel ist. Auf der PlayStation 3, hast du ja gesagt. Das Mikro. Und dafür ist es richtig nice. Also, von der Stimmung her. Ich finde die Synchronisation finde ich richtig geil. Also, die Stimmen sind richtig gut. Ich muss kurz unterbrechen. Hier ist der nächste Sammelgegenstand. Ganz wichtig. Hier ist so ein Baum, siehst du ja. Und wir gehen hier runter. Und hier liegt noch ein Sammelgegenstand. Habe ich schon gesammelt. Glänzt halt. Also das siehst du gut. Okay, Schatz, du kannst weiter. Jo. Genau. Und da sind sie ja. Und es ist wirklich so wie ein Film. Also es wirkt auf mich wie ein Film. Die Story ist richtig geil. Es ist richtig spannend. Weil ein Geheimnis führt zum nächsten und dann ist man halt voll getriggert und möchte wissen, okay, was passiert jetzt. Und das ist voll easy zu spielen, gell? Also das könntest du sogar spielen. Ich denke auch. Ich denke, beim Schießen muss ich mir immer ein bisschen üben, aber ja, man kann auch leicht. Aber man kommt halt auch rein, auf jeden Fall. Und so von allem ist was dabei. Da ist eine kleine Liebesgeschichte dabei. Die Sprüche sind richtig lustig. Also es ist wirklich, ja. sind geile Dialoge. Also gefällt mir wirklich gut. Und ich denke mir so, okay, der zweite Teil, dritte Teil und dann wird es ja immer besser. Also ja, man braucht Spiele, zu den Charakteren. Ja. Also ich finde es bis jetzt richtig geil. Hammer, ich bin gespannt, was du dann schon beim dritten Teil sagst dann. Okay, ja Leute, ich hoffe, ihr macht da auch mit. Wie gesagt, könnt ihr kombinieren, könnt ihr mit eurer Familie entweder angucken oder ihr spielt es selber und sammelt die Schätze ein, platiniert das Spiel. Ich finde, es ist eins der leichtesten Platinums, die es gibt. Also Uncharted ist sehr leicht zu platinieren. Und so kann man halt anfangen, Achievement Hunter zu werden. So, dann müssen wir hier runter. Die Ausbildung zum Achievement Hunter. Hier kann man den Erfolg machen im Hängen. Also man muss da mehrere Leute im Hängen töten. Es gibt hier mehrere Stellen in dem Level. Man ist gut gedeckt, gut geschützt. Zack. Und schön immer Muni einsammeln. Wir können auch hier, ja, in diesem Kapitel mit der Schrotflinte den Erfolg machen. Weil es gibt hier mit jeder Waffe Erfolge. 50 Abschüsse, glaube ich. AK habe ich schon gemacht. Du kannst auch die Kapitel immer wieder wiederholen. Also, das zählt alles dazu. Also, die ganzen Abschüsse. Oh Mann. Zack. Hier kriegen wir gleich auch den nächsten Gegenstand. Zack, schön die Umgebung nutzen. Er ist da drüben. Ich hole ihn. Okay. Alter, wie schnell der läuft. Kann ihn sehen. Headshot. Alter, wie der schießt, wie so ein Wahnsinniger. Er ist da.
Oh, da ist die Schrotti. Schrotti! Nein, nein, nein! Oh Mann, ja, ich muss das riskieren. Ich will ja die Abschüsse mit der Schrotti auch machen. Schade! Okay. Ah, da. Der ist schon da hinter Schrotti. So, jetzt können wir die auf jeden Fall nehmen. Brauchen mehr Abschüsse. Zack. Rückwärtssalto. So, dann können wir hier hoch und dann gibt es jetzt gleich hier nochmal was zu sammeln. Zack. Hier drüber. Und dann, wenn du hier drüber gesprungen bist, dann gehst du einfach ins Eck. Und hier liegt es. Genau hier. Okay, wir müssen hier weiter. Zack. Hier kann man noch was sammeln. Du kannst jetzt hier rüber oder du springst hier hoch. Kannst ja auch im Hängen den Erfolg machen. Wir sind schön geschützt. Normalerweise müssten sie jetzt noch kommen, aber gut, gehen wir rein. Wahrscheinlich spawnen sie erst, wenn wir reingehen. Opa, shit. Oh nee. Zwei Schuss. Oh nee. Oh nee, das gibt's doch nicht. Ich lass mich töten. Weil ich hab 4 Schuss verschossen. Alter. Voll ungewohnt, so schlecht zu spielen. Okay, kein Problem, wir skillen uns ja hier. Also alle Abschüsse zählen dazu. Von daher passt das. Also du kannst hier 100 Mal anfangen. Und jeder Abschuss zählt. Also das ist sehr einsteigerfreundlich halt. Eigentlich sollte ich mich töten lassen, ja. Damit ich den Erfolg kriege. Mama kann warten. Sie kann zugucken. Zack, jetzt schon. So, jetzt pass ich auf, Schatzi. Dass du nicht zu lange warten musst. So, komm her. Zack. Zack. Wow, okay. Matrix. Ja. Hey, das ist ja echt Matrix. Alter, guck mal, wie der ballert. Bum, bum, bum. Hoppa. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Ups. Der hat Sumtex geschmissen. Ah, okay, das war hinten. Zack, Headshot. So, dann können wir hier AK nehmen. Und jetzt gibt's gleich nochmal was zu sammeln. Ja, in dem Part gab's jetzt nicht viel, finde ich jetzt, bis jetzt von der Story. Eher so mehr Geballer, ja. Aber hier ist sehr viel Story, also im Spiel. Hey. What the fuck? Okay, das wundert mich. Oh. Ey, das ist so, das schaut so trottelig aus. Als kann, wo's? Okay, von hier. Okay. Ey, das gibt's nicht. Ich spiel auf normal und sowas passiert mir dann. Die Typen ständig. Aber vielleicht ist es auch gut so, weil dann seht ihr, was ich meine mit diesen Abschüssen. Also, dass man dann den Erfolg kriegt. Zack. Zack. Man kann es ja immer einstellen. Da, seht ihr. 50 Eliminierungen mit der Schrotti. Also, das heißt, du kannst hier immer wieder anfangen und das machen. Ja, gut, dass es passiert ist, weil dann versteht es auch jeder. Nice. Ja, also ich behaupte mal, das Spiel kann jeder durchspielen. Also das ist sehr einfach. Siehst du, wie die Checkpoints auch sind? Wenn du runterfällst, kannst du nochmal anfangen. Wenn du stirbst, kannst du nochmal anfangen. Und du musst halt vorsichtig hier von Deckung zu Deckung gehen. Nicht so, wie ich jetzt da einfach reingerannt bin. Weißt? Einfach hier so schön in Deckung bleiben.
schön, vorsichtig. Man kann immer lernen, wenn man nicht so gut ist. Wenn man verliert, kann man daraus lernen. Okay, nice. So, und jetzt können wir noch was sammeln. Und zwar hier hoch. Hier hochklettern. Und dann ganz nach links laufen. Und hier liegt es. Also ich hab's schon gesammelt. Das ist ein Ring, ne? Ja, ich glaube, das war ein Ring. Ja. Bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall, das liegt dort. Also 100%. Okay. Ich glaube, ab Kapitel 5 habe ich nichts gesammelt. So, dann gehen wir hier runter. Vielleicht gibt's nochmal was. Ich guck mal, alles nachladen schnell. Hier kann man auch Erfolg machen. Ihr könnt hier eigentlich mit der Granate mal ballern. Oh shit, falsch geschmissen. Es gibt, glaube ich, einen, so drei auf einmal töten. Aber ich habe ihn schon, den Erfolg. An der Stelle kann man ihn gut machen. Ich finde den Nahkampf hier ein bisschen blöd. Also im Vergleich zum Zweier oder Dreier. Mhm. Weil manchmal hast du gesehen, ich habe ihn geschlagen und dann... So, und hier oben, hier liegt noch eins. Genau hier. Mhm. Ja. Also das habe ich leider auch schon eingesammelt. So. Das musst du noch nicht machen, Schatz. Das musst du noch nicht machen. Okay, dann geht's hier weiter. Zack. Okay, nehmen wir die AK lieber. So, und hier sind jetzt oben dann Leute, die auf dich ballern. Oh, shit. Oh, fast runtergeflogen. Wir müssen nach links. So, hier rüber. Zack. Jetzt musst du hier schön schnell sein. Aber die Checkpoints sind hier richtig fair. Also wenn du stirbst, du fängst nicht ganz von vorne an. Das ist richtig krass hier gemacht. Also das ist so richtig so für normale Leute gemacht. Zum Genießen. So, hier einfach rüber. Oh shit. Da, guck mal, jetzt bin ich gestorben. Oh, also man kann hier ruhig stehen. Da siehst du. Und schon fange ich von hier an. Krass, gell? Zack. So, da müssen wir rüber. Hier muss man schnell sein, weil das fällt alles runter. Nice. Jetzt ballert überhaupt niemand. Okay, das wundert mich. So, dann müssen wir hier runter. Zack. Und dann einfach hier nach vorne gehen. Dann rutscht das hier so. Und dann springst du. Oh shit. Bisschen zu weit. Bisschen zu früh und bisschen zu weit, ja. Okay, also nochmal. Zack. Siehst du, wie fair das ist? Also, das kann jedes Kind schaffen. Das kann sogar Nicole machen. Oh! Okay. Das wundert mich jetzt, warum ich da jetzt schon zweimal gestorben bin. Oh! Okay, ich warte jetzt ein bisschen länger. So, jetzt komm. Jawohl, endlich. So, jetzt kann man hier schön in Deckung gehen. Und man kann hier auch die Pistole nehmen. So, warum macht er das nicht? Hä? Ah, man muss erstmal rüberklettern. Erstmal rüberklettern. Schon länger nicht mehr gespielt. Man kann nur vier vom Abhang schießen. Also so, ja. Und dann kannst du schießen aufs Fass. Zack. Schöne Animation. Und jetzt geht's auch weiter, weil das kannst du als Brücke benutzen. Das ist so geil gemacht. Sowas liebe ich an Uncharted, so diese ganze Zerstörung und so. So. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Sammelobjekt. Und wie gesagt, schön hinhängen, dann kriegst du den Erfolg. Dann müssten wir jetzt eigentlich bald kriegen.
Wenn nicht, kannst du auch das Level nochmal wiederholen und dann, ja, das addiert sich alles. So, wir sind fast da. Hier an dieser Kiste kannst du dich orientieren. Hier ist so eine Kiste. Nehmen wir das mal alles. Na komm. Zack. So, und dann... Wo war das nochmal? Ah, genau, hier war das. Hier runter. Und hier drin war das. Hab's leider schon eingesammelt. Also einfach hier an diesen Baumstamm orientieren. Über den musst du sowieso drüber. Also hier rechts liegt das. Das blinkt ja alles. Also das kannst du nicht verpassen. Okay, jetzt kannst du weitermachen. Zack. Mhm, okay, passt. Wir müssen dann hier hoch. So. Wie war das jetzt nochmal? Mann, bin ich ein Trottel. Oh Mann, hast du gesehen, oder? Oh Mann. Okay, zack. Hier sind doch die Pflanzen. Oh Mann. Ah, guck mal, da hat sich sogar ein Tipp. Hat sich sogar ein Tipp eingeschalten. Siehst du, das ist wirklich sehr einsteigerfreundlich. Also das checkt dann wirklich jeder. Ja, manchmal hilft es einfach. Ja. Okay, jetzt denkt er, dass sie tot ist, glaube ich. Ja, die haben schon durchsucht. Den ganzen Überrest. Okay, hier ist auch nochmal eine kleine Schießerei gleich. Ich versuche mal da hoch zu gehen. Ja, ich muss sagen, an der Stelle hätten sie ruhig noch ein bisschen Story reinpacken können. Also, das ist so jetzt der erste Durchhänger, den ich spüre jetzt persönlich. Weil hier ist immer sehr viel Story normalerweise. Mal hoch, oder? Genau, zeig. Ich habe jetzt, glaube ich, das Spiel schon 8 Jahre nicht mehr gespielt. Aber ich weiß fast alles eigentlich. Ja, genau, die Karte liegt dann so. Cool. Genau. Die ist nicht rausgeflogen, weißt du, so durchs zerbrochene Fenster. Oh nein. Elena. Hier, Fallschirm. Müssen wir zurück. Ist auch ein kleines Backtracking. Muss mal aufpassen, weil ich kann mir nicht mehr so gut erinnern. Also zweimal Backtracking schon gehabt. Alter. Das ist eine Präzision. Fast alles verfehlt. Feuer.
What the fuck, wie viel hält denn der aus? Help, I need ammo. Okay. Alter. Oh nein. Jetzt, komm schon. Jawohl. Das kann nützlich sein. Oh, da kommt noch einer. Hoppa. Zack. So, die haben wir jetzt gekillt. Und jetzt... So, jetzt checke ich nicht. Müssen wir wieder zurück oder... Ah, da, jetzt kommen die von da. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Also warum das jetzt so gemacht ist hier. Jetzt müssen wir wieder in die andere Richtung. Ah, jetzt ist die Öffnung offen. Oh shit. Ah shit. Das war mein Fehler, ich war in Deckung. Ich dachte, ich bin nicht in Deckung. Pack mal. Hey, ich glaube, die laden sogar deine Waffen ein bisschen nach. Wenn du verlierst. Ist ja richtig krass. Ja, die haben sie nachgeladen. Das ist schon krass. Ja, das ist auch einer der Gründe, warum das Spiel beliebt ist, weil es halt jeder durchgespielt hat. Wenn sich jemand das gekauft hat. So, wenn du hier jetzt durchgehst, durch diese Öffnung, dann einfach nach rechts gehen und hier im Gebüsch, hier liegt was. Ich muss vorsichtig sein. Das ist so ein Dolch, so ein goldener. Ich guck mal kurz. Belohnungen, Schätze. Goldener Zahnstocher heißt er. Der liegt da im Eck. Okay. So, dann gehen wir weiter. Hier, Achtung, hier ist eine Falle. Nicht, dass du da reinrennst. So, da müssen wir hin. Okay, hast du dir das gut gemerkt? Schatzi muss mich delegieren. Wir haben nur noch eins, glaube ich, zu sammeln. Ja. Mhm. Zack. Mhm. So, ich glaube, wir müssen hier erstmal hoch, genau, und dann so rüber. Hier runterspringen, genau, und dann. Dann hoch. Ja, weiter. Okay, alles klar, im Gebüsch. Okay, ja. So, dann gehen wir da entlang. So, dann killen wir schnell. Wir killen die mal schnell. Der ballert da mit Granatenwerfer. Yes, Sniper. Okay. Also wir müssen dahin, hier runter und dann hier unterm Felsen, da liegt er, siehst du? Zack, ein Vogel. Okay, nice. Mhm. So, dann müssen wir an den Fallen vorbei. Hier sind überall Fallen. Aber jetzt habe ich bei den Schatzen zugeguckt. So, dann machen wir das schnell nochmal. Ja, muss halt echt aufpassen, hier sind so viele Fallen. Die können, glaube ich, auch in die Fallen reinlaufen, soweit ich weiß. So, ich würde hier einfach rüberklettern.
Zack. Boah, da ist noch einer. Ach. Okay, müssen wir nochmal. Ah, hier kann man nochmal den Erfolg machen, glaube ich. Mit diesem Schleichen, soweit ich weiß. Das war doch hier, glaube ich, oder? Zack. Hier kann man voll das Ganze grinden. Von hinten, zack. Also das heißt, du lässt dich einfach töten, zack. Und dann machst du das immer wieder, bis du den Erfolg kriegst. Okay. Ah. Siehst du? Weil, guck mal, dann gehst du wieder ran. Tötest ihn wieder von hinten. Ah, okay, du darfst am Anfang nicht so schnell sein. Weil sonst sieht der Zweite dich. Also hier kann man dann grinden, an der Stelle. Diesen Ninja heißt er, glaube ich, der Erfolg. Okay. So, gut, dann haben wir das auch mal gezeigt. So, gehen wir hier rüber. Headshot. Zack. Der ist tot. Alter, da sind noch viele. Guck mal da, deaktivieren die Fallen. Das war gut. Kann ich auch wer? Okay, mal nachladen. Oh shit! Alter, ich wusste nicht, dass man auf normal so wenig aushält. Krass. Also ich muss echt vorsichtiger spielen. Ich dachte eigentlich, das wird ein Spaziergang hier auf easy, auf normal. Aber das ist nicht so leicht jetzt. Oh, Granatenwerfer. Jetzt wird's leicht. Zack. Zack. Nice. Hier kann man das übrigens auch grinden, den Erfolg. Zack. Du machst einfach die Abschüsse, dann rennst du wieder in die Ding und stirbst. Und dann kannst du den Erfolg machen. Weil wie gesagt, mit jeder Waffe 50 Abschüsse. Das ist schon leicht gemacht, finde ich. Also die Erfolge. Wo ist er? Tot? Okay. Okay, hier ist... Oh. Was, Bulle hat er gesagt? Okay, ich muss da echt aufpassen. Ist einfach krank. Muss einfach die Schnur nicht berühren. Ist schon heavy, baby. Okay, so, war das hier? Hier hoch. Genau, da blinkt es schon. Hier. Das müsste das letzte sein in diesem Level. Nice. So, wir haben einen Erfolg bekommen. Okay, weiter geht's. Okay, ja, genau. Das war das letzte in diesem Kapitel. Okay. Jetzt kommen wir gleich auch schon in Kapitel 5 rein. Das war das letzte, Schatz. So, jetzt geht's hier weiter. Also jetzt müsste Kapitel 5 normalerweise kommen und jetzt wird's richtig spannend. Also jetzt wird's wirklich geil von der Story auch. Weil wir müssen hier jetzt die ganze Burg hochklettern. Ja, die Festung, Kapitel 5. Ja, wir sehen uns im nächsten Kapitel. Abonniert den Kanal und viel Erfolg.